Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge auf der KTMO Thüringen. Wir arbeiten aktuell die Ränder nach und sehen da krass aus. Ansonsten haben wir noch Verkauf, haben wir eben durch. Muss ich mal schauen, wo wir noch ein Lager haben. Kann nicht mehr so viel sein. Den werden wir einfach auf Hänger aufladen und dann werden wir den Verkaufspunkt, das Lager wahrscheinlich verkaufen. Hab mir noch nicht ganz entschieden. Ansonsten haben wir mit der Aussaat dann fertig. Unkraut ist auf 460 auch fertig. Ansonsten. Oh, da kommt die Nacht bald, ne? Dann heißt es, ja, noch nicht, aber. Können wir noch ein bisschen Holz wegfahren? Oder zumindest Holz fällen und Bäume fällen. Das können wir noch machen. Mal gleich gucken, ob die WGH noch entsprechend befüllt werden muss. So. Aber so tun, ne? Die Maschine muss auch repariert werden, Traktor auch. Oh je. Haben wir so tun. Das wird so langsam. Ja, bei 45% und Traktor ist 30%. Das war teuer. Gut. Heute haben wir alles gemacht. Beim Fahrrad kümmern hier. Gehen wir hier mal ab. So. Was haben wir noch auf Lager? Was sich lohnen würde. So, ja, das lohnt sich nicht. Also brauchen wir nichts mehr da. Lassen wir drauf. Hey, der macht mal richtig voll. Das ist ja auch nicht oft vorgekommen. So, ich stelle hier mal rechts ab. Fahren wir keine Fahrzeugzeit. Das ist ein Ding. Sonst macht er ja immer voll durchfahren. Und jetzt hat er sich überlegt. Ja. Wer weiß warum. Aber er ist nicht festgehangen. Ne? Also der vom Fahrverhalten ist der etwas besser. Stell ich mal auch daneben hin. Ist auch reparaturbedürftig. Jetzt gehen wir mal im Menü um, schauen wir mal, was wir an der Garage an. Weil jetzt muss ich mir spekulieren, was für ein Silo ist, hat nur unser. Das sind 1, 2, 3, 4, 5. Mein Gott, die können allesamt verkaufen. Wäre im Grunde egal. Also 1, 2, 3. Normalerweise hätten nur die verkaufen, die ihm auch gehören. Also im Prinzip. Ja, da steht noch. Gut. Dann fangen wir vorne an.
Hier auch noch. Jetzt soll ich weg. Nö, steht. Das ist ja wie Lotto. Gewinnt immer nichts. Ah, ist es meins. Na doch nicht. Vielleicht da noch was hingehabt und Silo 1 im Hof. Warum? Das verstehe ich jetzt nicht. Ich habe die doch verkauft. Warum? Steht da noch? Ist ja auch nicht schlecht, ne? Dachte, wären wir los. So. Im Besitz 2 Millionen. Das ist nun komisch. Also, was sagt uns das? Das können wir nicht verkaufen. Das Einzige, was ich machen könnte, ist, ich habe mir gedrückt auf Zeit. Ob wir, dass ich nachher mal spiel. Ich meine, das war ja noch mal drin im Lager, hat er was gekauft. Ja, zeigt nichts an. Schlecht. Ungünstig. Das heißt, wenn wir Fantasie aufweisen und einen neuen Silo nehmen und den auch ignorieren nehmen, na gut. Heißt hier einen neuen Platz hier suchen und da bauen wir ein Silo auf. Das heißt, dazu schauen wir mal ganz kurz, was wir da haben. Das ist ein kleiner Silo. Großes Silo. Aber das Problem ist, er hat ja hier ist auch ungünstig. Hier direkt vor der Garage wird auch blöd. Zumal ja beim Auskippen ganz rechts fahren müsste. Hier würde es gehen. Aber auch blöd. Ja, wäre da genau in der Richtung. Eins wäre noch hier oben. Genau hier an der Ecke hier. Aber hier kann es sein, dass es wahrscheinlich Probleme gibt. Da ist die BGH. Silo. Da das Gelände ja uneben ist, wird er ja das entsprechend ausgleichen. Was teuer sein könnte. Gar nicht mal, es geht.
stehe etwas ungünstig. Weil ich ja nicht alles sehen kann. Achso, das kann man auch anders machen, stimmt. Da ist nichts. Die haben wir gehabt. Und die sind teuer. Wir holen noch mehr Platz. Die Erweiterung muss ich los. So. Geht darum, dass wir noch mindestens so hinstellen. Weil er muss ja auch wieder beladen werden. Das heißt, da muss er Platz lassen für vorbeifahren, also alleine. Das ist dann nicht der Fall. Einzig, wir kaufen uns die Wiese. Da wir halbwegs eben. Ja. Landkauf. Das wäre nicht mal so teuer. Und dann werden wir das Ding hier hinknallen. Es geht nämlich darum, dass wir entsprechend auch gut und bequem fahren können. Das heißt, voll machen, leer machen. Ja, drehen. Also ist ganz gut so. Dann kann man mir von rechts hochkommen und links wieder runter. Umgekehrt. So, fertig. Also da oben ist er ja. Wo ist denn das oder ganz oben? Ich wollte gerade sagen, ich habe doch gebaut und da wo ich stehe nicht. Ich mache mal Licht. Da steht der Silo. Hier kann man von da hinten kommen, vorladen und hier kann man entsprechend ausladen. So, modulieren heißt hier modulieren und texturieren müssen wir. Texturieren. Jetzt müssen wir noch modulieren. Bodentyp. Das wird dunkel, das ist schlecht. So. C, C, Radius ändern, Hilftext ein. Texturieren. Machen wir jetzt entsprechend. Ach, Bodentyp. Betonmäßig.
Wir müssen hier ein bisschen optisch angleichen. Kostet ein bisschen Geld. Nicht perfekt, die Ecke ist doof. Doof, blöd. Hauptsache macht mich hier nicht höher und tiefer. Gut. Mach ich auch noch weg. Muss keiner mehr mähen, ne? Wiese, schön geworden. Ah, liegt am Boden, ne? Da hat sie das hochgehoben. Aber das hier, muss ich mal schauen, wie sich das gefährlich verhält. Kann man mal ein bisschen ändern, anheben, senken oder so. So, jetzt kippen wir mal den Raps rein. Wir müssen zwar erst eine neue Kurse einfahren. Aber mit dem kann ich leben. Ups, funktioniert. Aber hier vorne eine böse Kante. Das heißt, muss man ändern. Das heißt, das ist der verkehrte Knopfpunkt. Der. Und zwar, jetzt kommt Modulieren. So. Planieren. Wenn wir vorsichtig sein. Weil wir haben hier so eine Unebenheit, ein bisschen angleichen. Anheben. Denken. Ein bisschen größer machen. Größer für kleiner. Was anderes. Stärke ändern. Streng links.
Auch nicht. QE. Macht jetzt. Wahrscheinlich wollte ich im LKW dann sitzen. Muss ich mal kurz aussteigen. Das kann auch sein. Sitze im LKW drin, dann passiert nichts. Gut. Links anheben, rechts ist absenken. Passiert nichts. Passiert nichts. Ups. So, die Freundschaft, das soll es für heutige Folge schon gewesen sein. Ich hoffe, es hat gefallen. Mal was Neues. Mal was anderes. Es kann sein, dass ein Gebäude nicht geht, weil er möglich. Egal, Hauptsache hier einfach alles gut. Das scheint gut geworden zu sein. Dann seid mal Tschüss und Winke Winke. Ciao, ciao. Bitte das Like nicht vergessen. Ansonsten hören wir uns, sehen wir uns. Nächste Folge. Und schon mal Dank für alles. Ne? Ciao, ciao.